Da druckert. Köln, Kirche, Kanz. Hier in St. Michael geht es heute nicht um einen Gottesdienst, sondern um das Musical Himmel und Kölle. Musik statt Messe. Schon bald heißt es für das Stück aus der Domstadt Comeback mit Kanz. Der Entertainer übernimmt eine Rolle. Jetzt machst du mal dich schwach. Für Guido Kanz steht Üben auf dem Plan. Die Proben laufen. Und langsam geht es in die heiße Phase. Denn bis zur ersten Show sind es nur noch rund 3 Wochen. Ich bin jemand, der im Garten übt, meine Schritte, die ich da machen muss. Und dann im Garten, im Badezimmer auch, unter der Dusche ist zu klein. Und ich versuche auch jede Autofahrt zu nutzen, um meine Texte nochmal durchzugehen. In der ersten Spielzeit gab es knapp 270 Shows in der Volksbühne am Rudolfplatz. Der Kölner Kult kam an. Beim Deutschen Musicalpreis räumte das Stück sogar 4 Trophäen ab. Die Geschichte des ersten Kölner Musicals. Ein junger Pfarrer wird aus der Provinz in die Domstadt versetzt. Er lebt eine wilde Zeit. Die lässt ihn an seiner Berufung zweifeln. Nun steht die zweite neue Spielzeit des Stücks an. Wieder mit dabei ein sächselnder Taxifahrer. Jetzt gespielt vom waschechten Kölner Guido Kanz. Zum Spaß auf der Bühne darf ich jetzt so eine Traumrolle hier erleben. Als Taxifahrer und dann auch sächselnd in Köln, wo man nicht links abbiegen kann. Also ich glaube, wird ein großer Spaß. Aber Guido Kanz sitzt nicht immer hinterm Steuer. Er teilt sich die Rolle, gibt 20 Mal den Taxifahrer. Sein letzter Auftritt ist im November. Das Musical dagegen bleibt der Domstadt noch bis Ende April erhalten. Die Unterstützung eines Stars ist für das Ensemble trotzdem eine ganz große Ehre. Super unproblematisch, so. Sofort Hand in Hand, so als sehr gut vorbereitet und als einen sehr angenehmen Kollegen. Er kann richtig gut sächsisch und singen, tanzen, also er schmeißt sich total rein. Für den Produzenten Frank Blase ist der vielleicht blondeste aller Kölner ein alter Bekannter. Der Unternehmer hofft, dass durch Kanz das Musical noch bekannter wird. Rauskommen aus der Ecke, ja, Milowitsch-Theater, Reines Volkstheater und hin zu der Qualität, die das Stück neben den Kölner Eigenarten hat. Und ich glaube, dass der Guido da bundesweit bekannt uns riesig helfen kann. Los geht es am 2. September. Aber nicht hier, sondern wieder in der Volksbühne am Rudolfplatz. Tickets gibt's ab 39 Euro. Bis dahin heißt es Choreos lernen für den neuen, ganz großen Auftritt.